So, diese Woche ist die Woche vor Ostern und vor allem ist am Freitag Karfreitag. Und für jeden BVB-Fan ist das mittlerweile quasi eine Institution. Deshalb haben wir uns auch heute Vertreter vom Heinrich-Zschirkus-Fanclub eingeladen. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Am Karfreitag steht wieder der Heinrich-Zschirkus-Lauf an. Jeder, also die meisten BVB-Fans wissen mittlerweile, was das ist. Aber wer war Heinrich Zschirkus eigentlich? Ja, Heinrich Zschirkus ist nicht ein Borusse der ersten Stunde, aber der zweiten Stunde. 1894 im Osten des damaligen Deutschen Reiches geboren, ist er mit wenig mehr als 20 Jahren nach Dortmund gekommen, hat hier auf der Westfalenhütte gearbeitet, ist sehr schnell Vereinsmitglied geworden. Und im Alter von 31 Jahren ist er dann unser Platzwart geworden an der Weißen Wiese. Das Gelände ist ja heute leider nicht mehr zugänglich, ist eine Straße drüber. Und das Amt hat er 12 Jahre lang ausgeübt und war prägend. Aber eigentlich ist Heinrich Zschirkus eine Person der Zeitgeschichte. Heinrich Zschirkus gehört zu den letzten Toten, die das Nazireich 1945 hervorgebracht hat. Und der Heinrich-Zschirkus-Lauf findet am Karfreitag statt, weil wir am Karfreitag dieser Toten gedenken. Ja, jetzt ist es ja so, dass ihr diesen, also euren Fanclub auch nach ihm benannt habt. Du hast es gerade gesagt und eigentlich erübrigt sich die Frage auch, aber warum ist es so wichtig, eben auch an solche Leute zu denken und ihnen entsprechend zu gedenken? Ja, wir finden, Heinrich Zschirkus ist ein hervorragender Borusse. Er ist nicht nur eine Person der Zeitgeschichte, sondern er ist auch ein Mensch, der für Solidarität steht. Denn nur durch die Solidarität des Vereines war es ihm, der 1933 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde als KPD-Mitglied, da war ja dann 33 Schluss mit der Machtergreifung, möglich in dieser Stadt zu überleben. Und er hat bemerkenswert lange überlebt. Von 1933 bis 37 war er Platzwart, danach war er hier in Dortmund im Widerstand tätig. Und erst nach seinem 50. Geburtstag im Herbst 44, im Frühjahr 45, ist er verhaftet worden durch Spitzeltätigkeiten mit vielen anderen aus seiner Widerstandsgruppe. Und das hat dann ja innerhalb von weniger Wochen zum finalen traurigen Ende geführt. Ja, wir sehen gerade schon die Fotos, auch von den letzten Jahren des Laufes. Erzähl uns doch mal was zu dem Lauf selbst. Wann geht's los, wo muss man sein und wer kann alles mitmachen? Also mitmachen können eigentlich alle. Wir starten um 12 Uhr die Veranstaltung. Der eigentliche Lauf ist in drei Teile gegliedert. Wir haben um 13 Uhr den Start der Geher. Wir haben eine halbe Stunde später den Start der Läufer und wiederum eine halbe Stunde später den Start der Fahrradfahrer. Die Strecke ist 7 Kilometer lang, leicht ansteigend. Die normalen Geher brauchen bis zu 2 Stunden dafür. Und so treffen wir alle gemeinsam um 15 Uhr oben an der Bittermark am Zielort ein und feiern oder gedenken da der Toten. Ja, Bittermark, das ist ein schönes Stichwort. Warum ist denn genau das das Ziel des Laufes? Ja, an der Bittermark haben alle, die da in diesen Jahren dann ihr Ende gefunden haben, als Systemopfer eine gemeinsame Ruhestätte gefunden. Sie waren erst auf verschiedenen Friedhöfen in Hörde bestattet und sind dann umgebettet worden. Und diese Gedenkstätte ist eigentlich der Ort des Gedenkens in Dortmund. Okay, Thomas, vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein bisschen was erzählt hast. Und jetzt gehört, Freitag geht's los, Karfreitag natürlich, Heinrich Zschirkus Lauf. Kommt alle hin und lauft mit und setzt ein entsprechendes Zeichen. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und gleich geht's dann mit Jannis weiter zum zweiten Interviewteil.